Ja, ich habe mich mal so ein wenig umgetan und bin da auf ein paar Informationen gestoßen. Moment, ich muss erst mal raus. Ich habe jetzt hier nur eine Hand an der Tastatur. Das macht's Laufen mir natürlich ein bisschen schwierig. Ja, das CSU-geführte Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur verteilt weiter fleißig Bundesförderung für Spieleproduktion. Und die mit Abstand größte Summe geht im neuesten Katalog-Update an die Weltraumsimulationsschmiede Egosoft aus Würselen. Sie erhält für den Arbeitstitel X22 gut 940.000 Euro, nachdem bereits zuvor die dritte Erweiterung für X4 Foundations staatlich unterstützt worden war, wird das neue Projekt als eigenständiges Spiel im selben Universum beschrieben, was auf die Entwicklung eines neuen Teils schließen lässt. Das Ende des Förderzeitraums im November 2022 sowie der Name suggerieren zudem ein Release im kommenden Jahr. Ja, der Arbeitstitel X22 lässt ja darauf schließen, Egosoft an einem neuen Projekt arbeitet, beziehungsweise möglicherweise einen neuen X-Teil oder vielleicht einer eigenständigen Erweiterung, wer weiß. Die Informationen habe ich von gamesmarkt.de. Jetzt bin ich nicht ganz so vertraut mit diesen ganzen Fördergeldergeschichten. Ich weiß aber, dass das Ministerium auch regelmäßig Fördergelder bereitstellt. Rund 1 Million Euro für Egosoft. Da bin ich mal gespannt, was das bringt. Ja, ich kann mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, dass Ende 22 da ein neuer Teil rauskommt. Also X5. Das könnte ich mir jetzt so nicht vorstellen. Ich hätte es vielleicht lieber, wenn Egosoft da 2, 3 Jahre länger in ein Spiel rein entwickelt und ja, auch mal ja, zum Beispiel auch Planetenlandung möglich macht und sowas. Das wäre doch mal was Geiles. So, ich musste jetzt flüchten. Ich habe jetzt mir nämlich eine. Ach du Scheiße. Ja, ich bin mit der Asgard nämlich hier. Und wenn wir schon mal hier sind, dann können wir uns doch eigentlich gleich mal hier um diese Xenon kümmern. Ja, ich habe nämlich was vor. Möglicherweise würde es was bringen, wenn ich mich hier mal ein bisschen einschalte. Denn hier haben die Paraniden schon zwei Verteidigungsstationen gebaut. Das könnte lustig werden, wenn ich die zwei Verteidigungsstationen der Xenon zerstöre. Könnte das jetzt richtig für Aufruhr sorgen? Da bin ich mal gespannt, wie die Paraniten drauf reagieren würden. Aber im Augenblick kümmere ich mich erstmal hier drum. Jetzt muss erstmal die Asgard abdocken hier. Das ist nämlich gar nicht mal so leicht. Hat mich sehr viel Geld gekostet. Also die Asgard selber natürlich, hat mir schon einiges an Geld gekostet, aber man brauchte dazu auch noch die Waffensysteme, die XL1 Waffensysteme, und die waren nochmal richtig teuer. Also die waren fast so teuer wie die Asgard selber. Deswegen konnte ich die jetzt ewig nicht bauen. Jetzt geht's zum Glück. Ah, die ist natürlich auch sehr behäbig, ne? Das ist eben ein Riesenklotz. Da oben, da steht meine kleine Nemesis, die ja nun auch nicht wirklich so klein ist. Das Ding ist halt, die Asgard ist eigentlich eher für gedacht, ja, Stationen anzugreifen und sowas. Die ist eben sehr träge. Aber mal schauen. Vielleicht ist ja so ein sind ja so ein paar freche Xenon, die mich hier angreifen wollen. Ja, guck mal da. Oh, da knallt gegen unser Schiff. Was ist denn das hier? Was ist denn hier los?
Ja, Asgard tut sich natürlich bei kleinen Schiffen ein bisschen schwer. Das ist nun mal dem Umstand geschuldet, dass es halt ein riesiges Schiff ist, ne? Okay, ob das jetzt wirklich einen Sinn macht, diese großen Batterien abzufeuern, ist die andere Geschichte. Aber das Schiff ist vernichtet worden. Jetzt kommen gleich die nächsten an hier. Ja, vielleicht soll ich mir mal ein größeres Schiff suchen hier als Gegner, ne? Ist aber schön, ne, dass ich mir die Asgard holen konnte. Ah, das ist eine richtig schöne Geschichte, ja. Die hält auch ein bisschen mehr aus wie der Raptor, ist allerdings, glaube ich, nicht so stark bewaffnet. Aber ich schau mal, ob es hier vielleicht. Oh ja. Ja, ich hoffe, dass man auch. Also, wenn da wirklich im November 22 ein neuer Teil rauskommt, was ich jetzt noch wirklich mal anzweifle, dann hoffe ich, dass sie da wenigstens ein bisschen Geld in die Hand nehmen und ein paar professionelle Sprecher anheuern. Weil die Sprachausgabe, ich habe immer ihr Angst, das ist Del Basta zum Beispiel, das ist so schlecht gesprochen. Und auch die anderen Hauptcharaktere, mit denen man im Laufe der Quest zu tun hat, klingen manchmal richtig hölzern und ja, das nimmt einen nicht mit. Also das ist eher so, man merkt richtig, wie es abgelesen ist. So gelangweilt runtergelesen. Das sind auch keine richtigen Typen dabei. Also vielleicht mal auch ein bisschen ja, mehr Arbeit reinstecken ins Charakterdesign, ein paar interessante Figuren reinbringen. In den Büchern und Hörspielen gibt es ja einen Haufen interessante Charaktere und hier sind das alles austauschbare Namen und Gesichter, an die man sich eigentlich kaum erinnert, wenn man mit denen fertig gequatscht hat. Ich denke mal, es würde der Immersion auf jeden Fall gut tun, wenn man sich auch in der Hinsicht mal ein bisschen dahinter klemmt, um das Ganze mal ein bisschen deeper zu gestalten. Weil, ja, es wird auf jeden Fall nicht schaden, sagen wir es mal so. Aber das ist echt ein langsames Schiff. Eieieiei. Oh, warte mal. Ist das ein I? Hoffentlich nicht, nee. Guck mal. Wir haben dir was mitgebracht. Oh, das sind aber echt viele, ne? Ich glaube, da ist es besser, wenn wir hier auch mal das andere hinschicken. Ach, die Uschi, wie die sich dreht, ja. Das dauert, ja. Aber das ist okay. Ja, also wenn die Asgard jetzt damit Probleme kriegt, mit den Schiffen und mit dem K. Also es wird auf jeden Fall eine schöne Feuertaufe. Das habe ich ja mit dem Raptor seinerzeit auch gemacht. Da müssen sie durch. Das ist mein Qualitätstest. Das müssen die ja schon aushalten. Das nützt alles nichts hier. Trotzdem gehe ich vorsichtshalber mal in die Nemesis, falls wir ganz schnell verschwinden müssen. Ich möchte da. Ah, guck mal. Das K-Schiff nimmt uns Arbeit ab und kommt sogar her. Irgendwie, hier wird geballert, ne? Ich sehe das hier halt bloß nicht so schön. Ah, da ist es. Ui, da ballern wir schon. Uiuiuiui. Ja, Plasma. Jetzt gehen die anderen Geschütze los. Ah. Die Reichweite von der Asgard ist natürlich auch entscheidend. Was quatschst du? Ja, ein P-Schiff. Ja, Schild nimmt keinen Schaden. Ja, das K-Schiff, das versucht sich ja auch ein bisschen in Position zu bringen. Das ist ein sehr langsames, aber hübsches Ballett. Und das Geile ist ja auch, dass die Asgard eben auch mehrere Gegner angreifen kann.
Und dadurch, dass ich das jetzt auch so umgestellt habe, dass die Plasmawaffen halt nur die Großen angreifen, das ist jetzt nicht gut, wenn er jetzt hier sich so hochdreht, dann kommen diese Primärwaffen zum Einsatz. Jo, und der verliert ja gerade ziemlich schnell. Schneller Stress, Verteidiger. Seine Schilde. Ich sag mal, boostet er wieder? Kann das deswegen sein? Der boostet wieder, oder? Moment hier. Hallo? Jetzt. Ich hab doch verboten zu boosten. Das kann doch nicht vom Angriff sein hier. Ich will diesen Boost nicht haben hier. Das, also, sowas Dämliches. Was ich mit dem K-Schiff anlege, kann man nicht nur einen Boost benutzen hier, damit der Schild noch runtergeht, ey. Ich wundere mich hier. Jetzt kommt nämlich das K-Schiff und ballert. Tokio. Nicht Asgard. Tokio, nee. K. Wenn ich das mal markieren kann, ey. Ich werde mal ein bisschen helfen. Ja, das muss ich mal permanent ausschalten. Oh, jetzt kommen meine anderen Schiffe. Ja, jetzt auch nicht mehr nützen hier, Kollege. Schnürschuh. Ach, was willst denn du nur? Geh weg hier mit deinem Scheiß. Jetzt ist hier Ruhe. Ich krieg das wieder nicht markiert hier. Doch. Jetzt. Na, hätte ich vielleicht einen leichten Torpedo nehmen sollen. Ja, also wenn der Boost aus ist, kommt die Asgard ganz gut zurecht, aber es ist halt richtig Mist mit dem Boost immer, ey. Dass man das immer manuell abschalten muss. Sind das K-Schiffchen da? K. Ein bisschen Zielwasser müssen wir noch trinken hier. Ui, das war knapp. Ich glaube, der hat mich sogar gestreift hier. Ich dachte, ich habe diese Dinger abgeschaltet. Ne, da ist noch eins. Nicht mehr lange. Da ist noch das andere. Ja, ich habe das schon gesehen. Ich habe das schon gesehen. Okay, ist okay. Uh, 60.000 fett. Das war bestimmt wegen dem P-Schiff vorhin. So. Etwas zu nah für meinen Geschmack hier. Ja, ballert die jetzt bloß noch mit den Plasmawaffen? Die sollte jetzt eigentlich in erster Linie zwar Plasmawaffen nutzen, aber nicht ausschließlich. Jetzt gehen wir mal auf alle. Ne, warte mal, auf. Alle Feinde angreifen. So. Das hast du auch erstmal zu tun. Jetzt dreht die sich. Ja, wenn die den Boost. Explosion steht bevor. Alter. Erwarte Befehle. Also die Frontwaffen sind da mal richtig mega heiß. Das ist.
Da ging ja sogar noch das meiste vorbei. Aber diese Waffenbatterie, die so mega teuer ist. Aber wenn da. Ey, das ist ja mega heiß, ey. Ach, lass mich in Ruhe hier. Ich überlege mir gerade, ob ich. Guck mal, die scheinen ja auch noch herzukommen. Ja, wir werden uns mal hier ein bisschen hier herstellen. Die Asgard würde ich gerne mal aus den. Ach nee, die ist ja schon alleine, okay. Ich dachte, die ist ja schon in der Flotte drin. Da kommt die Schiffchen jetzt hier wieder zum Nachtlicht. Ich muss ja hier meine Flotte langsam mal aufrüsten. So, und ihr könnt euch auch hierher gesellen, wenn ihr fertig seid. Also die Seitenwaffen habe ich extra so eingestellt, dass er auch kleinere Schiffe angreifen kann, also die Flakgeschütze und sowas. Und Strahlenwaffen. Und halt eher oben dann halt diese Plasmawaffen, weil ja die Schiffchen gerne mal unter Stationen oder solchen Schiffen durchfliegen, wo die halt auch ziemlich gut bewaffnet sind, die Station. Und da fand ich eben die Plasmawaffen bisschen besser. Zwei, drei Viertel Sternchen. Okay, die Asgard dreht sich noch ein paar Runden. Jetzt kommt sie. Hier ist nämlich ziemlich viel. Nee, hier, das ist das Nachtlicht. Hey, wo ist denn die Asgard hin? Ah, die ist schon da. Okay. Ja, weil hier werden die armen Teladi hier gerade richtig überrannt. Die Station ist fast platt. Ich versuche jetzt mal noch zu retten, was zu retten ist hier. Ja gut, das macht jetzt bestimmt keinen Sinn, da jetzt aus der Entfernung hier ein Torpedo rauszuballern. Oh je, 2K-Schiffe, etliche kleine. Ja, die Xenon sind auf Eroberungsfeldzug hier, so wie es aussieht. Da kommen schon Angreifer. einige meiner Schiffe. Asgard. Da ist die Asgard. Nein. Da bin ich mal gespannt, ob wir die jetzt noch retten können, ey. Ey, die arme Station, ey. Das wird eng. Oh. Ah, ich glaube nicht, dass wir die Station noch retten können, ey. Die kriegt richtig eingeschenkt. Okay, die Asgard. Die soll ja das Anführer-K-Schiff angreifen. Ja, also ich glaube, die Station ist weg. Schauen hier. Ich halte mal ein bisschen Abstand hier. Ich weiß nicht. Ja, so viele kleinere Schiffe sind es jetzt nicht mehr. Ja, noch ist die Station da. Also, wir lenken jetzt auch ein Stück weit das Feuer auf uns. Was ist denn das für komische Blitze hier? Sehr merkwürdig. Okay, irgendwas ballert da massiv. Osaka. Wo ballert die Osaka hin? Explosion steht. Alter! Hast du das gesehen? Explosion steht bevor. Ein Schuss aus dieser Hauptwaffe
Alter! Raptor. Nee, das war nicht der Raptor. Asgard. Das war die Asgard. Wahnsinn, ey, die Waffe. Also die Frontwaffe von der Asgard ist ja mal richtig heavy. Ganz schlechte Idee, Pilot. Warte mal. Ah, die Asgard greift auch weiter Raptor an, ne? Asgard. Geil. Ey, wie schnell die Schilde runterging. Ist das fett. Ei, ei, ei. Ich glaube, bis die Asgard da ist, haben meine anderen Schiffe die, das K-Schiff schon so. Ja, habt ihr das gesehen? Das war ja Wahnsinn. Was blinkt denn hier immer so doof? Was ist denn das? Das kommt hier von dem Mammut Angreifer. Komplex für K. Alter! Erwarte Befehle. Das ist ja, hallo? Was war das? Was ist das? Was hat das Asgard-Teil für eine Mega-Wumme? Was blinkt hier? Was ist das nur? Das muss irgendwie, ist das ein Grafikbug oder sowas? Alter, ey, die Asgard ist ja mal mega heftig. Also mit der zerlegst du bestimmt eine komplette Station in kürzester Zeit. Und das ist ja erst eine Asgard. Und ich kann 100 bauen, wenn ich will. Hey. Also mit der Asgard, ich glaube, wenn ich mit der jetzt in den Krieg ziehe, dann haben die Xenon nichts mehr zu lachen, ey. Oh, jetzt habe ich wohl deine Station angegriffen. Tut mir leid. Ja, da meckern sie, ne? Oh, ich will ja nicht rein, dieses... Ja, also mit dem X-22, da wird auch fleißig gerade diskutiert. Meistens so in englischsprachigen Foren. Einige gehen davon aus, dass es ein Standalone-DLC ist, oder eine Erweiterung. Bloß, wenn ich mir mal überlege, die haben für dieses Projekt X-22, haben sie über 940.000 gekriegt. Ich glaube, das ist recht viel Geld für ein einfaches DLC. Also selbst wenn es ein Standalone-DLC ist. Danke für Ihre Hilfe. Hier ist ein kleines Dankeschön. Erwarte Befehle. Ja, haben wir jetzt die Station gerettet? Ist da noch was übrig? Ja, es ist... Wow, das war wirklich ganz, ganz knapp gewesen. Ich glaube, da sind jetzt bloß noch ein paar Container... Lager übrig. Ja. Ja, ansonsten die Asgard, ein mega Hammer Schlachtschiff. Also die Frontwaffe, mit der ist wirklich nicht zu spaßen. Das war ja übel gewesen. Ein Schuss, da war das Xenon K-Schiff platt. Bei dem einen war mit einem Schuss waren die Schilde runter. Und bei dem anderen Schuss, schwupps, das komplette K-Schiff vernichtet. Oh, das ist. Jetzt weiß ich auch, warum diese Frontwaffe so mega teuer war, ey. Also das ist wirklich übel. Das ist die stärkste Waffe, die ich auf dem Schiff hier in dem im gesamten X-Universum bis jetzt hier bei X4 gesehen habe. Das ist wirklich heavy. Auweia. Oh, ist das geil. Ist das geil, ich freue mich so, die Asgard, das ist ein geiles Teil. Einfach die Blaupause gekauft, ne? Und wenn ich jetzt mal gucke, ich könnte jetzt mal schauen, ob ich jetzt noch eine bauen kann. Da haben wir es doch. Oh, die brauchen 63.000 Energiezellen, okay. Asgard, Schlachtschiff. Das sind die Seitenteile. Ja, dieses XL1, die Hauptbatterie. Das ist das. Danke für Ihre Hilfe. Hier die Burstwaffenleistung bei 316.000. Dankeschön. Also das ist richtig hart, ey. Das ist richtig hart. Danke für Ihre Hilfe.
schwerste. Wir nehmen jetzt mal die schwerste, aber da benutzen die ausschließlich Strahlengeschütze und ich hätte ja gerne ein paar L. Hätte ich gerne mal Plasma. Und ein bisschen wieder. Dann nehmen wir mal Pulsenergie ein bisschen. Bolzen und Flak. Jahün. Ja, kostet ein paar Energiezellen, ne? Ich glaube, da bauen wir mal zwei. Das ist ja mal ein mega hartes Teil, ey. Wow. Ja, mal gucken, wie sie sich bei Stationen schlägt. Aber das werde ich heute nicht machen. Ja, zum heutigen Zeitpunkt möchte ich erstmal ein bisschen mich darüber freuen, dass die Asgard so ein hammergeiles Schiff ist. Und dann werde ich hier noch ein bisschen aufräumen. Zum Glück haben wir die Station gerade noch gerettet. Also das war wirklich Hollywoodreif. Die sitzen jetzt hier wahrscheinlich alle zusammengekauert in den Lagerbehältern und warten, bis die Station wieder aufgebaut wird. Aber der nächste Angriff der Xenon scheint ja nicht weit zu sein. Die haben wir hier in der Nähe irgendwie auch einen Sektor. Ah, hier kann ich einen Auftrag annehmen. Nee, das mache ich jetzt nicht. Ich dachte, ich habe zwar eine Blaupause oder sowas. Ja, hier, ne? Und hier haben wir natürlich auch wieder Raumdocks und so, aber vielleicht wäre es sinnvoll, sich hier ja mal ein bisschen Ruhe zu erkämpfen, weil von hier kommen ja auch ziemlich viele Xenon und hier ist soweit eigentlich alles ruhig derzeit. Meine neue Station wird gebaut, meine Verteidigungsstation. Ja, hier bin ich natürlich ein bisschen eingeklemmt, aber das macht nichts. Wichtig ist jetzt, dass wir auch auf der anderen Frontseite hier ein bisschen Ruhe reinkriegen. Und das wird nicht so einfach sein, denn hier habe ich ja auch noch einen Sektor. Vielleicht sollte ich hier noch eine Schiffswerft bauen. Das wäre vielleicht keine so schlechte Idee. Dann habe ich ja gleich in der Nähe irgendwas. Plus das Problem ist halt hier, es sind wenig Stationen, die mich hier versorgen könnten. Ja gut, Schildkomponenten, Hightech, ja doch, eigentlich. Schiffstechnologie, ja doch, könnte sogar was werden. Ja, und ich weiß nicht, was haltet ihr von den News, dass wahrscheinlich im nächsten Jahr, im November, irgendwas ansteht? Was glaubt ihr? Ist es ein neuer X-Teil? Ist es ein DLC? Ich weiß es nicht. Spekulation erlaubt. Bis dann, sag ich mal, ciao.